stell dir mal vor, du lebtest in einem Land, in dem es eine Gruppe von Menschen gäbe, die es okay findet, wenn über ein Jahr lang mit Angst Politik gemacht wird. Das ist eine Gruppe von Menschen, die es klug finden, nur offiziellen Quellen zu glauben. Menschen, die dafür sind, Regeln nicht zu hinterfragen. Menschen, die es begrüßen, dass die freie Presse zensiert wird. Die nicht aufschreien, wenn Ärzte, Richter, Wissenschaftler Berufsverbote und Hausdurchsuchungen bekommen, sobald sie dem Regierungsnarrativ widersprechen. Das sind Menschen, die nicht aufschreien, wenn die Regierung in nächtlicher Sitzung ins Gesetz schreibt, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung fortan eingeschränkt werden kann. Auch unabhängig von einer etwaigen epidemischen Lage. Das sind Menschen, die nicht aufschreien, wenn Demonstrationen verboten werden, die die Regierung kritisieren. Die nicht aufschreien, wenn gegen Regierungskritiker brutale Gewalt ausgeübt wird. Die es als Pflicht ansehen, der eigenen körperlichen und seelischen Gesundheit zu schaden, falls es die Regierung verlangt. Menschen, die andere Menschen gerne abschieben möchten, die auf andere gerne beschämend mit dem Finger zeigen möchten, die anderen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung absprechen. Das sind Menschen, die andere Menschen gerne von gesundheitlicher Pflege ausschließen möchten. Menschen, die andere als Sozialschädlinge bezeichnen. Und jetzt stell dir vor, du gehörst zu dieser Gruppe. Nur weil du denkst, die Gruppe derer, die ausgeschlossen und abgeschoben werden sollen, sei wirklich gefährlich für die Volksgesundheit. Und jetzt stell dir noch vor, du hättest von dir immer behauptet, du hättest damals sicher nicht mitgemacht. Kannst du dir das vorstellen? Du sagst,